In Kooperation mit dem Spiel Pet Paradise Bubble Shooter von Treasure Hunt backen wir heute eine sommerliche Torte mit Ananas, Kokos und Zitrone. Passend zu dem süßen Spiel, bei dem ich auch schon selber ganz fleißig die niedlichen Tiere gesammelt, Inseln entdeckt und dekoriert habe, bekommt die Torte das Aussehen einer tropischen Schatzinsel. Das Spiel ist übrigens völlig kostenlos. Den Link dazu findet ihr natürlich unter diesem Video in der Infobox. Bevor es jetzt mit dem Backen losgeht, hier noch der Trailer zum Spiel. Los geht's mit den Zutaten für den Ananas-Kokoskuchen. Dazu braucht ihr Mehl, gewürfelte Ananas aus der Dose, den aufgefangenen Ananassaft, Milch, Kokosraspeln, Salz, Vanillepaste, Backpulver, Eier, Zucker und Butter. Übrigens habe ich den Kuchen gleich zweimal gebacken. Wenn ihr die Torte nicht ganz so hoch haben wollt, reicht auch die einfache Menge. Und für die Zitronenganache braucht ihr dann noch gehackte weiße Kuvertüre, Sahne und Zitronenaroma. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben zum Nachlesen und Ausdrucken ist wie immer unter diesem Video in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf amerikanisch-kochen.de. Als erstes wird die Butter mit der Vanillepaste und dem Zucker cremig aufgeschlagen. Dann kommen die Eier hinzu. Achtet bitte darauf, dass die Eier Raumtemperatur haben. So verbinden sie sich viel besser mit der Butter. Das Mehl wird mit den Kokosraspeln, dem Backpulver und dem Salz verrührt. So können sich die trockenen Zutaten später viel besser im Teig verteilen. Im Anschluss wird die Mehlmischung zusammen mit der Milch und dem Ananassaft so kurz wie möglich verrührt. Die Zutaten sollten sich alle nur gerade so miteinander verbinden. Zum Schluss kommen noch die Ananasstückchen hinzu. Dann kann der Teig in einen Backrahmen von ca. 30 x 40 cm gefüllt und bei 160 Grad Ober-Unterhitze im vorgeheizten Ofen gebacken werden. Nach 35 bis 40 Minuten ist er fertig gebacken. Ob er wirklich durchgebacken ist, könnt ihr ganz einfach mit der Stäbchenprobe testen. Bleibt kein roher Teig mehr hängen, ist er fertig. Wie vorhin schon angekündigt, habe ich im Anschluss dann direkt noch den zweiten Kuchen gebacken und dann beide gut abkühlen lassen. Für die Zitronenganache, die ihr wie den Kuchen übrigens auch gerne schon am Vortag zubereiten könnt, wird als erstes die Sahne aufgekocht. Anschließend wird der Herd ausgeschaltet und das Zitronenaroma sowie die Kuvertüre eingerührt. Sobald die Kuvertüre geschmolzen ist, wird die Zitronenganache in eine Schüssel umgefüllt und mit Frischhaltefolie abgedeckt. So muss sie dann erstmal gut durchkühlen, bis sie etwa diese Konsistenz hat. Sobald die Ganache und der Kuchen abgekühlt sind, kann der Kuchen zusammengesetzt und dekoriert werden. Ich habe hierzu Rollfondant und Blütenpaste verwendet, die ich passend eingefärbt habe. Ansonsten habe ich noch verschiedene Modellierwerkzeuge, Zuckerkleber, essbares Perlmutterspray und Streudeko verwendet. Alle Details und Infos dazu findet ihr natürlich im Rezept. Dort habe ich euch alles mit dem passenden Rezept und Videolinks aufgelistet. Wie ich die Einzelteile modelliert habe, zeige ich euch jetzt. Ich lasse hier einfach mal die Bilder sprechen. Falls ihr Fragen habt oder irgendetwas unklar ist, stellt mir eure Fragen gerne in den Kommentaren.
Wenn alle Dekoteile modelliert und getrocknet sind, ist die Torte fast fertig. Jetzt muss sie nur noch zusammengesetzt werden. Zum Modellieren von Strand und Meer eignen sich am besten blau gefärbtes Piping Gel und fein zerkrümelte Butterkekse. Auch zum Piping Gel findet ihr alle Infos im Rezept.
Achtet beim Auftragen aber unbedingt darauf, dass ihr die Kekskrümel zuerst auftragt. So könnt ihr überschüssige Krümel ohne Probleme wegpinseln. Erst wenn ihr mit dem Strand zufrieden seid, wird das Piping Gel aufgetragen. Mit Royal Icing oder weißer Dekopaste könnt ihr dann noch ein paar Wellen aufmalen. Zum Schluss noch etwas essbarer Glitzer und das Meer ist fertig. Ganz zum Schluss könnt ihr dann noch die vorbereiteten Deko-Elemente auf der Torte fixieren und der Beachcake ist fertig. Wie immer hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Falls ihr jetzt auch Lust auf tropische Inseln bekommen habt, dann ladet euch das kostenlose Spiel gerne runter. Den Link zum Spiel findet ihr direkt unter diesem Video in der Infobox. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß!